Schicksal, dein Auftrag. Wieso ist es mein Auftrag, mein Schicksal? Und was soll hier überhaupt Schicksal? Was bedeutet denn Schicksal? Gibt es überhaupt Schicksal? Ich meine, sind wir nicht wirklich für unser Leben verantwortlich, für jeden Pups und für jedes Ding, was wir tun? Und wenn wir irgendwas machen und was falsch machen, das dann Folgen hat, ja mein Gott, warum ist es dann mein Schicksal? Mein Schicksal kann ich doch jederzeit verändern. Was soll denn das Schicksal sein? Beschäftigen wir uns mal mit diesem Ausdruck Schicksal, dein Auftrag. Schicksal ist eben das, was ich bin als Person. Ich bin so gestrickt, ich bin in meiner Art, ich komme so rüber, ich habe diese Energie, diese Bezüge typischerweise zu den Menschen und ich bin anders als andere Menschen. Und jeder Mensch hat ein anderes Schicksal dadurch. Der hat schon, jeder Mensch hat andere Gene. Also allein, wenn man es genetisch betrachtet oder materiell betrachtet, dann physiologisch betrachtet, dann bin ich anders gebaut und strukturiert in meinem Genmaterial als jemand eben, der andere Gene hat. Und das ist ja das Interessante in Genprogrammen, dass sie sehr unterschiedliche Varianten haben. Und dadurch schon automatisch, wenn wir es nur von dieser Seite aus betrachten, jeder ein anderes Schicksal hat. Nicht? Jeder hat ein anderes Schicksal, nämlich unseren Gender als Mann, als Frau. Nicht? Hat andere Lebenserfahrungen. Und dann macht man natürlich auch immer wieder ähnliche Lebenserfahrungen. Und wir kennen das aus der Tiefenpsychologie, die ja sagt, tatsächlich die Konflikthaftigkeit und die typischen Konfliktmuster, die wir immer wieder in uns tragen, aber genauso gut eben die Nicht-Konfliktmuster, sondern die Besonderheit, die wir als Persönlichkeit haben, das ist das, was wir letztendlich als Schicksal erfüllen. Das ist damit so eine Art von Lebensauftrag. Und wenn man Lebensauftrag hört, dann fragt man sich natürlich, woher kommt der Lebensauftrag? Wer hat mir den gegeben? Wer hat mir diesen Lebensauftrag gegeben? Von was kommt der? Und will ich jetzt gar nicht ansprechen, von was es kommt, aber es kommt auf jeden Fall von etwas Weiterem, von etwas Zusammenhängenderem als eben nur unserer Individualität und Persönlichkeit. Es ist einfach das, was wir sind. Und genau das, was wir sind, ist dann unser Schicksal. Und das Schicksal ist eine Herausforderung. Also wenn ich das Gefühl habe, ich versage immer wieder an der gleichen Art, also an der gleichen Thematik, dann ist es eben mein Schicksal. Dann ist das gleichzeitig die Herausforderung zu sagen, okay, muss ich eben auf die Art und Weise versagen oder sollte ich vielleicht sogar noch mehr versagen und richtig versagen und nochmal versagen? Versagen vor mir selber, dann habe ich mein Schicksal verändert oder dann habe ich was anderes draus gemacht. Natürlich kann ich mein Schicksal in die Hand nehmen und es verändern und mich nicht nur damit abgeben, nach dem Grundsatz eines Kismet, meinetwegen in diesem Ausdruck zu sagen, es ist dein Schicksal und es war dir so beschieden, von wem auch immer oder von was auch immer, es ist dir so beschieden, also bist du da drin und kommst natürlich auch nicht raus. Achtung, das ist eine Spitzfindigkeit. Einerseits ist das Schicksal etwas, das mit uns passiert, in uns passiert, durch uns passiert, dem wir einfach folgen müssen. Wenn ich jetzt an intergenerative Zusammenhänge denke, also mehrere Generationen einer Familie, dann ist es deren Schicksal eben die Bergbauern gewesen zu sein oder die Fabrikbesitzer oder die Tagelöhner. Und es hat sich dann weitergezogen und weitergezogen und einer hat es dann auch mal wieder anders entwickelt. Aber es war natürlich eine Schicksalhaftigkeit und damit vielleicht auch etwas sehr Schweres oder auf der anderen Seite etwas sehr Glückliches und etwas sehr Wundervolles und Wunderbares. Schicksal kann einen also einerseits runterziehen und man kann mit seinem Schicksal sehr hadern, weil man die Dinge nicht so annimmt, wie sie sind. Die Dinge sind nun mal so, wie sie sind. Und eine wichtige Fähigkeit von uns Menschen ist, sie so anzunehmen, wie sie sind und auch so zu betrachten und dann in der Folge damit umzugehen und zu sagen, okay, was muss ich da jetzt machen? Bin ich weiter verflucht geradezu in meinem Schicksal, das Erbe eines SS-Schergen zu sein oder das Erbe des Kaisers von so und so oder so? Sondern ich kann ja was draus machen. Also ich kann ja aus dem Schicksal tatsächlich, das einerseits gegeben ist und das ich erfüllen muss, und das ist vielleicht der Sinn unserer Individualität, unserer Besonderheit, die wir als Mensch sind, etwas Bestimmtes machen. Ich kann mich entwickeln, ich kann etwas tun. Ich kann versuchen,
Dinge zu durchschauen und sie anders zu gestalten. Ich kann versuchen, herauszukommen aus diesem familiären Problematik, die da ist. Also mein Vater ist an dem gescheitert und mein Großvater ist schon dran gescheitert und der Urgroßvater wahrscheinlich auch von dem, was wir wissen. Muss ich auch dran scheitern oder kann ich es anders machen? Das ist ja das Interessante auch an unserem Werdegang, an unserer Entwicklung als Menschen. Wir können es tatsächlich anders tun. Und so findet es ja dann auch tatsächlich, wenn wir es auf der biologischen Ebene sehen, immer wieder auch evolutionär statt, nicht? Wo sich auch etwas anderes daraus entwickelt und wo man nie eben in der Einseitigkeit gefangen ist, sondern sich eben daraus befreien kann. Aber um es nochmal zu sagen, das, was du bist, in deiner Unart und in deiner guten Art, in deinen Schatten- oder Lichtseiten, das ist einfach so, wie es ist. Und das ist dein Schicksal. Und damit ist es dein Auftrag in dem Leben, in diesem Leben, zu sagen, so ist das einfach auch. Aber ich bin nicht daran angehaftet, sondern ich kann es tatsächlich erweitern. Ich kann mehr draus machen. Ich kann mich, wie gesagt, anders entwickeln und anders auftreten. Nicht in dem verzweifelten Kampf, mich davon befreien zu wollen. Also wenn ich jetzt dieses Beispiel nehme aus diesem Nazi-Geschichte oder sowas, sondern tatsächlich einen anderen Weg zu gehen und das bewusst anders zu gestalten. Oder eben mein Schicksal als, nehmen wir jetzt ein ganz harmloses Beispiel, als schüchterner Mensch. Was ist dein Schicksal als schüchterner Mensch? Du bist schüchtern. Du bist schüchtern geboren worden oder von mir aus geprägt worden in der frühen Kindheit. Oder durch deine Lebenserfahrung bist du vielleicht schüchtern geworden. Aber meistens ist doch so bei dem Attribut Schüchternheit, dass wir so sind, weil das unser Charakter ist. Genauso wie der andere Mensch, der eben nicht schüchtern ist und poltern mit allem Möglichen sofort irgendwo daherkommt und bla 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 macht und dort und dort und dort tanzt und all das, irgendwie aber gar nicht im Rückzug ist oder schüchternhaft ist, sondern eben sehr stark ist in seinem Auftreten. Beides ist wertvoll, beides ist sinnvoll, beides ist anzuerkennen. Aber, und das ist so das Interessante daran, einen Ausgleich hinzubekommen aus der Einseitigkeit oder von der Einseitigkeit wegzukommen in etwas Vielfältigeres, in etwas Befreienderes, in etwas Neues, in etwas Flexibles hineinzubekommen, also unterschiedliche Repertoires drauf zu haben im Leben. Es ist sehr interessant, zum Beispiel an der schüchtern zu sein auf der einen Seite, also richtig genant zu sein. Und sich nicht zu trauen, das ist was ganz Tolles bei Männern, da fahren viele Frauen drauf ab, nur das als Beispiel dazu, die eben auch mal einen schüchternen Mann erwischen, sagen, das ist jetzt nicht nur ein Schaumschläger, die meisten Männer sind, ja, sind nicht immer nur Schaumschläger, aber sie geben einen drauf, sie machen Trara und sie machen viel Aufhebens um sich, damit sie nicht übersehen werden und all das. Und jetzt plötzlich so ein kleiner Schüchterner irgendwo, so ein Süßer irgendwo, der hat was Hintergründiges. Ich durchblicke den nicht, weil der nicht gleich irgendwelche Plattitüden an die Wand schmeißt und gleich irgendwo auf den Putz haut und das übliche Gebaren hat und mich zum Drink einlädt und so weiter. Und der ist schüchtern, der hockt da so irgendwie Mutterseelen allein, nicht wirklich. Der nimmt dann dafür teil. Und an dem habe ich als Frau wesentlich mehr Interesse als an dem Typen dort hinten, der eben gerade des Aufhebens macht, nicht? Das ist so ein ganz profanes Beispiel dafür. Dann ist eben diese Schüchternheit oder eben das andere, diese Stärke, die du vielleicht narzisstischerweise hast, das Entscheidende, dass du da immer, Gott weiß, was für ein Aufsehen machst, um dich mitzuteilen und dich durchzusetzen und deine Macht durchzusetzen. Und das ist es ja nicht. Sondern erst dann, wenn ich in der Lage bin, und wir können zahlreiche Beispiele dafür finden, was das dann ist, das kann sehr viel sein, dann ist es eben dein Schicksal. So bist du, ne? So bist du in dieser Art. Das wurde dir mitgegeben als Auftrag, genetisch oder nicht genetisch, von oben oder von unten, spirituell gedacht oder philosophiert, ist egal. Aber es ist eben tatsächlich das, was du bist, und daran kannst du nicht vorbeigehen. Und wenn du nicht vorbeigehen kannst daran,
dann bedeutet es, es ist tatsächlich eine Herausforderung, es ist ein Auftrag, daraus etwas zu machen. Es gibt Menschen, die waren, wenn wir weiter bei diesem Beispiel Schüchternheit bleiben, vormals unheimlich schüchtern, die sind wundervolle Redner geworden und die Kommunikatoren geworden, die also dermaßen hintergründig sind, weil sie zumindest auch zuhören können und es verstehen, etwas zu begreifen, zu erfühlen, zu intuieren und all das. Also alles ist in dem Sinne schicksalhaft etwas Wertvolles, mit dem wir umgehen können und wo wir geradezu vielleicht das zum Abschluss dankbar sein können für das Schicksalhafte, das uns aufgetragen wurde, zu erfüllen in der Form, dann ist das gut so. Das ist der Sinn deines Lebens und du hast daran nicht zu hadern.